Was geht, Leute? Willkommen bei Atomic Summer. Heute aus Frankreich, schön sonnig. Nach einer Woche Abstinenz dachte ich mir, ich muss jetzt mal wieder trainieren. Woche Abstinenz nicht nur wegen Urlaub, sondern weil ich erkältet war. Habe mir eine schöne Grippe bzw. Erkältung eingefangen. Jetzt bin ich aber so weit wieder kuriert, dass ich sagen kann, ich kann wieder Gas geben. Das Ganze wird heute ein Ganzkörpertraining werden, weil ich einfach mal alles wieder durchpumpen will. Ein bisschen Blut reinpumpen, überall angefangen. Anfangen werde ich, denke ich mal, mit Kniebeugen. Einfach von unten nach oben hocharbeiten, Ganzkörperplan. Das Fitnessstudio ist das Argos. Ich hoffe, ich komme da jetzt rein. Werde ich jetzt ausprobieren. Wir haben vorhin angerufen. Die Tageskarte soll 5 Euro kosten. Wir gucken mal, ob das denn auch so gut klappt, wie das am Telefon gehießen hat. Ich zeige euch das ganze Fitnessstudio jetzt mal hier. Nennt sich Argos Fitness. Das Plakat ist schon relativ vielversprechend, also sieht nicht schlecht aus. Sieht so ein bisschen oldschool aus, das Gym ist anscheinend auch schon relativ alt und relativ lange hier. Ich bin mal gespannt, wie es ausgestattet ist. So, ich habe es reingeschafft, ganz problemlos. Die nette Dame an der Rezeption konnte sogar ein bisschen Englisch, also wir konnten uns so weit verständigen, dass es geklappt hat. 5 Euro hat mich das Ganze jetzt gekostet. Ich zeige euch natürlich jetzt auch das Studio. Relativ klein, aber ich denke mal, so bei dem ersten Blick, den ich reinhaschen konnte, dass alles dabei ist, was man braucht. Hier, das ist die Umkleide. Süß, ein paar Duschen und so eine Mini-Schwitzsauna. Ganz lustig. Oldschool-Radio drin, aber es geht mir ja nur ums Training. Schwitzen tue ich hier genug, weil wir haben 35 Grad bei wunderschönem Sonnenschein. Leichte Brise ist da. Jetzt ziehe ich mir mal schnell meine Schuhe an und dann geht es auch schon los ins Training. Dann geht es jetzt weiter nahtlos in den Rundgang. Kleine Aufnahme durch das Studio. Ich habe versucht, so ein bisschen undercover zu filmen, soweit es mir möglich war. Dann kam auch schon der erste Franzose und wollte mich begrüßen. Aufgewärmt mit ein bisschen Beinstrecker, da das Rack besetzt war für die Kniebeugen. Also habe ich 1-2 Sätze oder 3 Sätze sogar an einem Beinstrecker gemacht. Danach habe ich mich hingehockt, ein bisschen die Hüfte mobilisiert, ein bisschen in die Endstellung der Kniebeugen schon runtergegangen. Das mache ich ganz gern. Mit den Armen drücke ich da meine Beine auseinander, damit ich ein bisschen Dehnung reinbekomme und schön komfortabel mit der Endposition letztendlich werde. Dann wird das Rack zum Glück frei, da wollte zwar gerade einer Bizeps Curls machen, den habe ich dann aber höflich gefragt auf Englisch, ob er mir dann Platz machen würde für Squats. Daraufhin ist er dann auch schnell verschwunden und hat dann neben mir seine Bizeps Curls gemacht. Aufgewärmt mit 60 Kilo, schön tief runtergegangen. Hier aus verschiedenen Positionen mal gefilmt. Ich bin nicht hochgegangen mit dem Gewicht, großartig, weil ich wollte da keine persönlichen Rekorde aufstellen oder sonstiges, sondern einfach wieder ein bisschen Blut in den Muskel reinbekommen, wie schon vorher erwähnt. Hab Post-Squats gemacht, also unten angehalten, ein bisschen die Spannung gehalten auf der Muskulatur und dann wieder schön sauber hoch. Wie ihr seht, habe ich versucht, eine richtig schöne Tiefe hinzubekommen. Das höchste Gewicht, was ich jetzt hatte, waren, ich bin auf 100 Kilo hochgegangen. Mehr habe ich dann auch gar nicht mehr gemacht. Da habe ich 3 Sätze gemacht mit den 100 Kilo vorher, 3 oder 4 Sätze mit den 60 Kilo noch. Das Schlimme war, dass kann man gut sehen hier, ein Ventilator direkt über mir und nach der Erkältung hat es natürlich sehr gut gepasst. Schön vollgeschwitzt bei 35 Grad und Sonne, der Ventilator über einen. Deswegen habe ich schnell geguckt, dass ich das Weite suche und zur nächsten Übung übergehe. Das war dann das sitzende Rudern, weil Langhantelrudern wollte ich da jetzt nicht mehr machen bei dem Ventilator. Und da das Studio so klein war, hatte ich auch keinen Platz mehr irgendwo anders das zu machen. Ja, sitzendes Rudern, ganz klassisch mit dem aufrechten Oberkörper. Diesmal habe ich nicht die Variante für den Nacken gewählt, sondern die ganz normale Variante, wie sie jeder kennen sollte. Hier habe ich den ganzen Block gezogen. Das Gerät sieht ganz geil aus. Also in dem Studio war so eine Mischung aus uralten Geräten und relativ neuen Geräten. Das war jetzt eins, was, sage ich mal, aus der Ära von Arnold Schwarzenegger noch stammt. Aber sah ganz cool aus, hat auch noch funktioniert. Führung über ein Seil. Dann im Wechsel Schrägbankdrücken mit den Kurzhanteln. Da habe ich zwar eher meine Schulter gespürt und habe nicht so das Gefühl in der Brust gehabt, aber das habe ich öfter, sobald ich aus dem Training mal raus bin über eine Woche, dass ich erstmal wieder ins Training reinkommen muss, sprich die Muskelaktivierung. Ja, wieder aus 2-3 verschiedenen Positionen natürlich gefilmt für euch, damit man es auch schön sieht.
Bin mit der Handlung über dem Kopf gar nicht zusammengegangen oder über den Körper, sondern habe versucht, die Spannung so auf der Brust beizubelassen. In dem letzten Satz habe ich die Brust dann auch mal ganz gut gespürt. Weiter dann zum Latzug, relativ breit gegriffen, schön die komplette Dehnung mit oben, oben kurz gehalten, dann wieder runterziehen bis komplett auf die Brust. Da habe ich, glaube ich, 3 Sätze gemacht. Also ich habe alles komplett nach Gefühl einfach nur durchgepumpt. Ich habe da jetzt kein bestimmtes Schema gehabt, also nicht nach Mountain Dog oder sonstiges, sondern einfach querbeet durchgepumpt. Kleines Posing, so sieht es aus, nach 7 Tagen kein Training, nur Junkfood, beziehungsweise halt keine Bodybuilding-gerechte Ernährung. Im letzten Posing-Update hatte ich ja keine Beine mit dabei, jetzt sieht man sie, denke ich mal, ganz gut. Weiter zum Seitheben. Das war mein letzter Satz. Seitheben sind gerade mal 10 Kilo. Da bin ich auch gar nicht ganz hoch gegangen, sondern habe versucht, so eine konstante Spannung zu behalten. Kurz vor Ende von meinem Training nochmal schön die Aussicht genossen. So sah das Ganze aus. Das Studio war nur auf einer Ebene. Da war ich schon ziemlich fertig. Sieht man gar nicht so, wie ich schwitze. Und jetzt nochmal ein kleiner Schwanker durchs Studio. Das war im Endeffekt nur ein Raum. Ganz hinten viele Cardio-Geräte, also fast Hälfte, Hälfte Cardio mit Krafttraining. Und wie gesagt, teils neue Techno-Gym- und Matrix-Geräte und uralt Geräte von Arnold Schwarzeneggers Zeiten noch. Als Beispiel hier der Turm, das war von Techno-Gym. Relativ neu, war auch alles schön gut geölt. Von daher hat das soweit gepasst eigentlich. Dann habe ich 2 Sätze Trizeps gemacht und noch 1 Satz Bizeps-Curls mit den Kurzhanteln. Und dann war das Training für mich auch schon soweit wieder fertig. Und habe noch ein kleines Posing in der Umkleide dran gehängt. So, liebe Leute, Training ist geschafft. Habe eine schöne Ganzkörpereinheit, wie schon vorher angekündigt, abgeschlossen. Zum Studio, sehr nette Atmosphäre, also alle Leute sehr zuvorkommend. Auch wenn man es von den Franzosen kennt, dass sie nicht gerne eine andere Sprache sprechen, sind sie alle sehr gut auf mein Englisch eingegangen, soweit sie es denn verstanden haben. Ganz andere Atmosphäre, ist ein ganz, ganz kleines Studio. Ich hoffe, ihr könnt das auf dem Video sehen. Ich habe einmal so einen Rundumschwenk gemacht. Ein Raum, unten ist noch so ein kleiner Squashplatz. Aber man hat im Endeffekt alles da, was man braucht. Kurzhanteln, ich glaube, die waren bis 34 Kilo. Also eigentlich so zum Aufpumpen für den Urlaub reicht es definitiv. Werde nächste Woche wahrscheinlich noch 1-2 Mal dort trainieren gehen. Je nachdem, wie die Planung ist hier im Urlaub, was wir noch vorhaben, was wir uns anschauen wollen. Aber nette Adresse, wie gesagt, 5 Euro habe ich gezahlt für das Studio. Vollkommen in Ordnung für eine Tageskarte. Wenn man in Deutschland teils bei manchen Studios 20 Euro für eine Tageskarte zahlt, kann man hier echt nichts sagen. Ja, so, das war's, würde ich mal behaupten, zum Training, zu meiner ersten Trainingseinheit hier im Urlaub. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo setzen, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal.